Herzlich willkommen im Soul Food Journey Podcast. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, denn ich habe großartige Neuigkeiten zu verkünden. Und zwar habe ich in den letzten Wochen mit meinem Interviewgast von heute, den du später natürlich noch persönlich und näher kennenlernen wirst, nämlich Dennis, habe ich einen Workshop geplant, und zwar einen Online-Workshop zum Thema Mindful Eating. Ich habe schon häufiger hier und da mal über das Thema gesprochen, doch bin noch nie so richtig konkret darauf eingegangen, auch wenn ich das in den letzten 3 Jahren in fast jeder Coaching-Session immer mit einfließen lassen habe. Ist es jetzt soweit, dass ich gemeinsam mit der Organisation happily.de von Dennis einen Online-Workshop geplant habe. Und zwar findet dieser Online-Workshop 3-mal im Oktober statt. Und ich freue mich riesig, wenn wir zwei uns dort im Workshop sehen, wenn wir miteinander arbeiten, wenn ich dich auf deinem Weg ein Stück begleiten kann und wir vor allem auch als Gruppe in einen unfassbar wertvollen Austausch kommen. Alle Infos zu dem Workshop findest du über den Link in den Shownotes. Der Workshop geht insgesamt 2,5 Stunden. Die 3 Termine sind 2 unter der Woche und einer am Wochenende abends geplant. Der Workshop findet über Zoom statt. Das kennst du vielleicht auch schon aus anderen Online-Kursen oder Coaching-Sessions bei mir oder jemand anderem. Und dann sehen wir uns dort im Online-Workshop. Ich freue mich riesig auf dich. Ich bin schon ganz gespannt, denn ich weiß, dass es unglaublich wertvoll sein wird, dass ja das Thema, die Methode, die Thematik, die Auseinandersetzung, der Blickwinkel und die Perspektive, die darin liegt, für viele, viele, viele eine neue ist. Und deshalb bin ich einfach schon sehr positiv aufgeregt. Und auch aus diesem Grund habe ich heute Dennis von Happily als Gründer und Coach der Akademie hier bei mir zu Gast. Und wir werden über Happily sprechen, grundsätzlich über das Thema Glück. Also was hat es eigentlich mit diesem Glück auf sich? Dieser allgegenwärtige Begriff, der dennoch für viele nicht greifbar ist, da steigen wir etwas mehr drauf ein. Du wirst auch verstehen, warum Dennis sich in seinem Leben angefangen hat, mit dem Thema Glück auseinanderzusetzen und was dann letztendlich daraus entstanden ist und welche Vision auch jetzt dahinter steht und wie wir, Dennis und ich, zusammengekommen sind und letztendlich auch der Online-Workshop entstehen durfte. Ich freue mich unglaublich, dir Dennis heute vorstellen zu können. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß und Inspiration mit dieser neuen Podcast-Folge und freue mich, wie gesagt, wenn wir uns im Oktober bei einem der 3 Termine vom Online-Workshop gemeinsam mit dem Thema Mindful Eating ganz intensiv und mit ganz viel Neugier beschäftigen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Herzlich willkommen im Soul Food Journey Podcast, lieber Dennis. Ich freue mich riesig, dass wir dich heute hier als Gründer und auch Experten bei happily.de hier dabei haben. Und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch, auch selbst. Und ich freue mich, dass wir heute mehr von dir, über dich als Person, über auch deine Hintergrundgeschichte, warum du das machst, was du heute machst, erfahren und du das hier heute ganz persönlich mit allen, die zuhören, teilen wirst. Herzlich willkommen im Podcast. Ja, vielen Dank für die tolle Intro und ich freue mich auch, dabei zu sein. Ich finde es ganz toll, was du machst und was du in die Welt bringst. Und ich glaube, dass wir da eine große Schnittmenge haben und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir heute sprechen. Vielen Dank. Ja, und ich glaube auch, dass ganz, ganz viele jetzt vielleicht noch gar nicht so viel mit dir als Person und auch mit der Plattform an sich zu tun hatten oder auch vielleicht noch gar nichts darüber wissen, weil alle, die hier im Podcast dabei sind, die meisten von ihnen durch eine Essstörung gehen oder auch durch eine Essstörung gegangen sind oder auch zum Beispiel Angehörige zuhören. Und damit es halt auch so deutlich wird, warum und weshalb es Sinn macht für jeden, sich mit dem Thema Glück zu befassen, auch wenn das vielleicht im ersten Moment gar nicht so das Thema ist, mit dem sich gerade alle beschäftigen. Doch ich wünsche mir halt, dass das für alle so verständlich wie möglich wird, warum es sinnvoll ist, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, sich gewisse Fragen zum Beispiel auch zum Thema Glück zu stellen. Und damit alle auch so ein Gefühl dafür bekommen von dir als Person, denn mich kennen die meisten, magst du einfach mal
insofern abholen, wer du bist, warum dich das Thema Glück beschäftigt oder auch warum du dich jemals angefangen hast, mit dem Thema Glück intensiver auseinanderzusetzen, als vermutlich die meisten Menschen in ihrem Leben. Ja, das sind jetzt viele Fragen, die im Raum stehen. Vielleicht holst du mich dann zwischendurch immer mal wieder ab. Genau, aber vielleicht fangen wir einmal ganz kurz an mit Happily, die Organisation, die ich in diesem Jahr gegründet habe, wo wir uns sehr viel mit der Frage beschäftigen, was macht Menschen glücklich, was macht sie weniger glücklich und wie gelingt es, sich ein glücklicheres Leben aufzubauen als das, was man aktuell hat. Und Happily.de ist im Grunde eine Plattform für Persönlichkeitsentwicklung, wo Menschen lernen können, systematisch lernen können, wie sie sich ein glücklicheres Leben aufbauen. Das geht von Literaturempfehlungen, die wir geben, über einen Online-Kurs, den wir erstellt haben, werden vermutlich auch noch weitere Folgen in der Zukunft. Man kann Coachings buchen bei uns, wir geben Workshops und bilden aber auch Menschen zu Life-Coaches aus, die wir zertifizieren bei Happily. Das ist einmal so das Spektrum. Und wie bin ich dazu gekommen? Ich bin seit einigen Jahren selbst Coach und war viele Jahre unglücklich in meinem Leben. Das heißt, so meine eigene Leidensgeschichte ist im Grunde auch das Fundament dafür, dass ich angefangen habe, mich mit dieser Frage, was macht eigentlich glücklich, zu beschäftigen. Und das fing bei mir im Grunde so während der Abiturzeit an, was ja so ein Scheidepunkt ist für uns, oder so nach der Schule, was machen wir dann, ist die große Frage. Und wir leben ja in einer Welt, in der wir sehr, sehr viele Möglichkeiten haben und das macht es nicht unbedingt einfacher. Und ich wusste einfach nicht, was ich wollte. Und ich glaube, das geht sehr, sehr vielen Menschen so. Ich habe wenige kennengelernt in meinem Leben, bei denen der Weg von Beginn an vorprogrammiert war. Und ich war eben einer dieser orientierungslosen Menschen. Und was man dann eben tut oder was sehr leicht fällt, ist, sich an seinem Umfeld zu orientieren. Und da kamen dann eben so Dinge wie, ja, geh doch BWL studieren, damit hast du ein solides Fundament, du hast viele Möglichkeiten im Anschluss und kannst irgendwie die Welt erobern. So, und das klang für mich eigentlich ganz plausibel und sinnvoll, so dass ich das dann auch gemacht habe, ohne es wirklich großartig zu hinterfragen. Und so fand ich mich dann in diesem BWL-Studium wieder und habe dann schon nach wenigen Semestern festgestellt, dass mich das überhaupt nicht befriedigt und erfüllt, dieses Studium und auch die Inhalte darin. Und was dann passiert ist, da kam dann so dieser erste Widerstand in mir hoch und auch die Überlegung, was mache ich jetzt? Breche ich ab? Fange ich was anderes an? Und so weiter. Und die zweite Sache, die ich auch von meinem Umfeld gelernt habe und übernommen habe, ist so, man bricht nichts ab, sondern man zieht Dinge bis zum bitteren Ende durch. Was ich dann auch getan habe. Einerseits bin ich auch happy darüber, weil ich viel gelernt habe und dieser Abschluss eben auch nicht schaden kann, denke ich. Aber trotzdem ist es so, dass ich dann auch nach Abschluss dieses Studiums immer noch der festen Überzeugung war, dass das nicht zu mir passt, was ich da studiert habe. Trotzdem hatte ich jetzt nun mal diese Ausbildung und habe dann angefangen, mich zu bewerben und umzuschauen auf dem Jobmarkt und habe dann eben weitere Entscheidungen getroffen, die sozusagen dazu geführt haben, dass ich weiterhin unzufrieden war und habe mich dann innerhalb von mehreren Jahren irgendwie von Job zu Job gehangelt und war immer also weiterhin unhappy. Und das war allerdings nicht nur im Job so, sondern auch in anderen Lebensbereichen, zum Beispiel Partnerschaften und so weiter. Und das Problem war, dass ich mir im Grunde nie die Frage gestellt habe, was ich eigentlich möchte in meinem Leben, sondern immer
mich im Außen orientiert habe. Und das tun wir Menschen eben sehr gerne, weil es auch uns einfach gemacht wird, ja, durch die ganzen Idealbilder, die produziert werden da draußen, in den Medien, Social Media, in der Werbung und so weiter. Und wir sollen ja so viele Dinge, wir sollen schön sein, wir sollen erfolgreich sein, wir sollen viel Geld verdienen und so weiter. Es ist gar nicht so einfach, das alles zu erfüllen, nur wir werden ständig damit konfrontiert und deswegen glauben wir, dass wir genau so werden müssen, wie es unser Umfeld suggeriert. Und ich war eben auch in diesem, ich nenne es jetzt mal Hamsterrad, das ist, glaube ich, ein gängiger Begriff, gefangen und habe immer die äußeren Umstände für mein Unglück verantwortlich gemacht. Und was wir Menschen auch gerne tun, ist, dass wir so lange warten, bis der Schmerz so groß ist, dass wir ihn nicht mehr verdrängen können, nicht mehr ignorieren können, aber auch nicht mehr spüren wollen. Und das war auch bei mir der Fall. Ich hatte dann immer wieder depressive Phasen, hatte auch das Gefühl, ich war antriebslos, ja, in so einer fast schon chronischen Lethargie. Also es war, glaube ich, noch nicht wirklich pathologisch, aber so, dass es mich stark eingeschränkt hat. Und ich habe dann angefangen eben zu recherchieren, weil ich wollte so nicht weitermachen und bin dann durch meine Recherche auf das Thema Coaching aufmerksam geworden und habe mich damit dann auseinandergesetzt, habe alles aufgesaugt, was es gab zu diesem Thema Literatur, Online-Kurse, habe mich mit Menschen unterhalten. Und das war so auch dann im Grunde der Wendepunkt in meinem Leben, wo ich das erste Mal mit der Idee konfrontiert wurde, dass Glück keine Frage des Zufalls ist oder ein, wie auch immer man es nennen möchte, ein gutes, erfülltes Leben, sondern dass wir selbst sehr, sehr viel proaktiv dafür tun können. Und das war so ein Mindset-Game-Changer für mich im Endeffekt. Und das war total spannend. Und dann ging diese Tür für mich auf in so eine neue Welt. Und auf der einen Seite war das total beflügelnd, auf der anderen Seite aber auch ein Stück weit frustrierend, weil ich hatte jetzt diese Idee im Kopf, dass ich da rauskommen kann und mich da selbst rausziehen kann sozusagen und dass auf der anderen Seite des Zauns ein besseres, glücklicheres Leben auf mich wartet. Aber mir hat die Methodik gefehlt. Ich wusste nicht, wie komme ich denn jetzt von A nach B? Und das hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich brauche jemanden, der mich da begleitet. Und so bin ich dann auf einen Coach, inzwischen auch ein guter Freund von mir und Mentor, aufmerksam geworden. Und der hat mich dann einige Jahre tatsächlich begleitet und mir dabei geholfen, eben vieles zu verändern in meinem Leben, vieles zum Positiven zu verändern. Und diese Veränderung bei mir selbst hat dann dazu geführt, oder ich habe mir die Frage gestellt, wenn das für mich funktioniert, wie wäre es denn, wenn ich das auch anderen Menschen zugänglich machen könnte, dieses Wissen, aber auch, ich wollte meine Geschichte ein Stück weit erzählen und anderen Menschen zeigen, du musst nicht diesen langen Leidensweg gehen, sondern es gibt eine, nenn's jetzt mal Abkürzung, und ich hätte mir damals jemanden gewünscht, der mich an die Hand genommen hätte und mich wachgerüttelt hätte sozusagen. Und es ist auch keine Raketenwissenschaft, ja. Es ist, wenn wir uns anfangen, ein paar fundamental wichtige Fragen zu stellen, dann kann sich schon alles verändern. Und wenn wir so dieses Domino-Prinzip, ne, wenn der erste Stein fällt, dann treten wir eine Lawine los und dann kommt eins zum anderen. Und das fehlt, glaube ich, vielen Menschen, so dieser erste Impuls. Und das hat mich so fasziniert, auch diese Arbeit meines Coaches, dass daraus der Wunsch entstanden ist, das selbst zu machen. Erst war das so ein diffuses Gefühl, ich konnte es noch nicht so wirklich einordnen. Ich war ja auch noch in meiner alten Welt, ja, also ich war als Führungskraft angestellt, habe da aber festgestellt auch, dass habe mich ja mit diesem Thema Coaching dann inzwischen viel beschäftigt gehabt und dann auch die ein oder andere Idee oder Methode, die ich gelernt habe, dann bei meinen Mitarbeitern angewandt und festgestellt, dass das einen positiven Effekt hat und dass Menschen wirklich etwas mitnehmen und auch das zu Verhaltensänderungen führt und Menschen dadurch bessere Entscheidungen treffen, besser klarkommen im Umgang mit ihrem sozialen Umfeld und so weiter. Und das hatte positive Auswirkungen. Und auch das Feedback, was mir gespiegelt wurde, war so positiv, dass quasi diese Idee immer größer wurde.
und diese innere Stimme auch immer lauter wurde, schau da hin, ja? Ja. Und dann kam eben die Entscheidung, die Coaching-Ausbildung zu machen, was so wahrscheinlich mit die beste Entscheidung war, die ich je getroffen habe in meinem Leben, weil vor allen Dingen auch ich nicht nur das Handwerkszeug eines Coaches gelernt habe, sondern auch der Selbsterfahrungsanteil sehr, sehr groß war. Du hast ja auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, vielleicht kannst du das bestätigen, dass man erstmal unheimlich viel über sich selbst lernt und dann aber auch aus der eigenen Geschichte heraus dann ausgestattet mit diesem Werkzeugkoffer, den man ja bekommt in so einer Ausbildung, dann auch in der Lage ist, rauszugehen und andere Menschen zu begleiten, zu inspirieren. Und das war ein ganz, ganz toller Weg. So, und dann nach dieser Coaching-Ausbildung habe ich dann meine ersten Gehversuche gemacht als Coach und habe das dann einige Jahre auch so im Rahmen einer One-Man-Show gemacht und dann für mich festgestellt, dass ich gerne, also weil auch der Effekt, den meine Arbeit hatte, so enorm war und so positiv war und ich auch hier so eine tolle Rückmeldung bekommen habe, dass ich dachte so, hey, meine Zeit ist begrenzt und mein Wirken ist dadurch gedeckelt, wenn ich das weiterhin so als Einzelkämpfer mache, so dass ich gesagt habe, ich möchte gerne eine Organisation gründen, mit der ich mehr Menschen erreichen kann, mit dieser Idee, dass Glück kein Zufall ist, sondern dass man es wirklich systematisch lernen kann. Und das war das Fundament für Happily. Ja, ach, so schön. Also ich und klar, das, was du jetzt auch beschreibst, ne, das ist ja jetzt auch ein Prozess, also dein eigener Prozess. Das ist sicherlich wahrscheinlich nichts, was von heute auf morgen entstanden ist, sondern was mit dir, mit deiner Persönlichkeit, mit deinem Losgehen für dich selbst auf dem Weg mit entstanden ist. Und das finde ich einfach immer wunderschön, weil ich das absolut, also ganz, ganz viele auch Parallelen jetzt gesehen habe. Und ich glaube nämlich auch, dass, oder ich beschreibe ja auch ganz, ganz häufig auch Essstörungen zum Beispiel als eine Form von Wegweiser. Und alles, was du vorhin zum Beispiel an so Symptomen beschrieben hast, sind alles Dinge, die auch alle, die jetzt hier gerade zuhören, mit Sicherheit mal mehr und mal weniger erleben. Sei es erschöpft sein, müde sein, antriebslos, keinen Sinn im Leben sehen, auch manchmal bis hin zu, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch leben möchte. Also dass all solche Gedanken da sind und dass halt ganz häufig so eine Identifikation damit über gewisse Jahre stattfindet, bis wir entweder durch unseren Schmerz aufwachen oder manchmal auch von anderen wachgerüttelt werden oder von alleine aufwachen. Das ist natürlich bei jedem auch nochmal meistens individuell. Doch das war vorhin einfach so schön deutlich, dass es geht gar nicht immer darum, welche Diagnose hast du bekommen oder hast du eine Diagnose bekommen, sondern auch wenn jetzt jemand beispielsweise eine Essstörung hat und da gerade durchgeht, da auch jetzt schon mitzunehmen, es geht halt darum, wo du deine Aufmerksamkeit hinlegst. Ob du dich über Jahre ich bin krank, also mit ich bin krank zum Beispiel identifizierst, oder ob du deinen Blick auf eine andere Frage beispielsweise richtest. Und das hast du vorhin auch schon so schön angeschnitten. Es ist nicht unbedingt das große Hexenwerk, sondern es geht oftmals um die kleinen Dinge, um das Hinschauen und um die Fragen, die wir uns selber stellen, um eben immer wieder diesen Aufwacheffekt und diese Aha-Erlebnisse mit uns selbst und in unserem eigenen Leben zu bekommen. Und ich glaube, dass viele Menschen, da haben wir vorhin so im Vorgespräch, vor der Aufnahme auch schon ein bisschen drüber gesprochen, da hattest du auch gesagt, Glück ist ja sowas, wo ganz oft auch so Sätze gesagt werden, ja, du hast ja immer Glück und ach, in meinem Leben, da rechne ich noch nicht mal mehr damit, dass ich jemals Glück habe, weil es mir noch nie widerfahren ist, dass wir da häufig auch schon zum Thema Glück so ein bisschen wie eingefahrene Glaubensmuster, vielleicht auch vom Elternhaus übernommene Gedankenstrukturen haben zum Thema Glück. Und jetzt hast du ja auch gesagt, es ist etwas, was strategisch erlernbar ist. Ich kann mir vorstellen, dass bei vielen bei diesem Satz Widerstand aufkommt.
Magst du das so ein bisschen näher erklären, wie du quasi strategisch an das Thema Glück rangehst oder auch natürlich, wie ihr das bei Happily macht, was diese Strategie sozusagen dahinter ist? Ja, unbedingt. Ich würde gern ganz kurz noch einmal das aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Und da ist dieser Satz, der sich auch bei mir eingeprägt hat. Vielleicht hat den die eine oder der andere schon mal gehört. Die Qualität der Fragen, die wir uns stellen, bestimmt die Qualität unseres Lebens. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Satz, den man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen darf, wenn man das Gefühl hat, irgendwo an eine Decke zu stoßen, nicht weiterzukommen. Wenn du die Fragen veränderst, weil die Veränderung der Fragen führt auch immer zu einer Veränderung deines Blickwinkels. Ja, also im Coaching nennen wir das Perspektivwechsel. Ja. Das heißt, wenn du die Perspektive wechselst und ein Problem aus einer anderen Perspektive, aus einem anderen Blickwinkel betrachtest, dann kommst du immer auf andere Lösungen und dadurch kannst du auch diese Negativspiralen, die sich ja oft ergeben, wenn wir uns so sehr auf das Problem fokussieren, die lösen sich dann gerne auf. Ja. Genau, zum Thema Glück, das ist insofern spannend, weil ich bekomme diese Frage auch sehr häufig, so was ist eigentlich Glück? Ja, was bedeutet das? Die Menschen wollen immer so eine Definition, ja, und dann muss ich sie immer enttäuschen, indem ich sage, es gibt keine Pauschalantwort, was Glück bedeutet. Aber wir haben das tatsächlich mal versucht, bei Happily zu definieren. Und ein Vorschlag, den wir erarbeitet haben, ist, glücklich sind wir immer dann, wenn unsere Realität mit unseren Erwartungen im Einklang ist. Ja, und ich gebe mal ein Beispiel, wenn es mein Wunsch ist, als digitaler Nomade ortsunabhängig durch die Welt zu reisen und von überall aus arbeiten zu können, wo ich möchte, aber irgendwie in einem stickigen Büro sitze, 9-to-5-Job habe und irgendwie mir alles zum Halse raushängt, dann werde ich vermutlich nicht glücklich werden, weil die Realität nicht mit meinen Erwartungen übereinstimmt, ja, oder auch wenn ich mir einen vitalen, gesunden Körper wünsche, aber permanent nur ungesundes Essen in mich hineinschaufle, dann geht die Rechnung mit dem Glück eben auch nicht auf. Das heißt, wenn wir uns das wirklich als Gleichung vorstellen wollen, ja, Glück ist gleich Erwartungen beziehungsweise Realität gleich oder sogar größer als die Erwartungen. Es kann ja auch sein, dass es mal noch schöner ist, als wir es uns vorgestellt haben. Und was dazu aber notwendig ist, ist, dass wir uns unserer Erwartungen bewusst sind. Und das ist eben ein häufiges Problem, weil viele Menschen sich diese Fragen, über die wir auch schon gesprochen haben, noch nicht gestellt haben und viele Menschen eigentlich total orientierungslos durchs Leben laufen und gar nicht wissen, wer sie selbst sind und was sie sich von ihrem Leben erwarten. Und der allererste Schritt zu mehr Glück ist Selbsterkenntnis. Das heißt, ich muss erstmal verstehen, wo ich eigentlich gerade stehe im Hinblick auf mein Glückslevel. Ja, das heißt, ich muss so eine Art innere Inventur vornehmen, ja, und so wie wir das bei Happily gelöst haben, ist, dass wir ein Testverfahren entwickelt haben, mittels dem man einmal quantitativ herausfinden kann, so wo stehe ich eigentlich gerade in meinem Leben, einmal allgemein, aber dann auch nochmal runtergebrochen auf unterschiedliche Lebensbereiche, denn unser Leben spielt sich ja in verschiedenen Lebensbereichen ab und hier kann man einmal sozusagen bekommt man ein Bild darüber, wo stehe ich, und wir Menschen sind ja oft so zahlengetrieben, ja, deswegen haben wir das einmal eben in so einer Auswertung dann quantitativ aufbereitet, als mit einem sogenannten Happiness Score, den wir entwickelt haben, aber auch qualitativ, ja, so dass man wirklich reingeht in die ganz konkreten Herausforderungen, die man hat in seinem Leben, ja, zum Beispiel auch im Bereich Körper und Gesundheit, aber auch in anderen wie Beruf und Karriere, Partnerschaft und so weiter. Und wenn ich einmal diese Inventur vorgenommen habe und dann verstehe,
wie es um mein Glück bestellt ist aktuell, dann kann ich entsprechend weitergehen und dann kann ich mir verschiedene Dinge überlegen. Ja, also ich kann zum einen sagen, wie sehen denn meine Erwartungen aus in einem bestimmten Lebensbereich zum Beispiel? Und dann kann ich sagen, ich verändere diese Erwartungen, ja, wenn meine Realität nicht mit den Erwartungen im Einklang ist und ich dann entscheide, ich verändere gegebenenfalls meine Erwartungen, um da diese Angleichung wieder herzustellen. Denn manchmal ist es auch so, dass wir vielleicht zu dem Schluss kommen, dass unsere Erwartungen übersteigert sind. Mhm. Wir können aber auch die Realität verändern, ja, indem wir, nehmen wir mal das Beispiel, wir sind in einer Konfliktsituation mit unserem Partner und das ist sozusagen, das häuft sich beziehungsweise tritt immer wieder auf, immer wieder das gleiche Problem so, ja, fühlt sich vielleicht der eine oder andere schon angesprochen, ich kenne das selber. Und was wir dann ganz, ganz oft machen, ist, dass wir die Erwartung haben, dass der Partner versteht und riecht, was wir uns gerade wünschen und dann auch ein entsprechendes Verhalten an den Tag legt. Das passiert aber nicht, weil der Partner eben die Welt durch seine Brille sieht und ich die Welt durch meine Brille sehe. Und deswegen, was wir tun können, ist, dass wir die Realität verändern, indem wir unsere Erwartungen kommunizieren. Ja, indem wir das äußern. Und Gleiches gilt eben auch in anderen Lebensbereichen, dass wir dann konkrete Maßnahmen ergreifen, um das, was uns, um die Realität, also das, was uns gerade missfällt in unserem Leben, konkret zu verändern. Und wenn das auch nicht funktioniert, gibt es noch eine dritte Möglichkeit, und zwar kann man sozusagen den Zustand verändern und beispielsweise auch eine Partnerschaft in Frage stellen oder entscheiden, einen Jobwechsel vorzunehmen und so weiter. Auch das ist in den unterschiedlichen Lebensbereichen möglich. Und wenn ich mich dann für eine dieser Strategien entschieden habe, dann kann ich ganz konkrete Maßnahmen definieren, ja. Was bringt mich denn jetzt von A nach B? Ja, so, und auf diesem Weg wird man dann mit Hindernissen auch konfrontiert. Dann kann man sich im Vorfeld schon überlegen, wie gehe ich mit solchen Hindernissen um? Dann spielen Dinge wie Mut eine große Rolle auch, ja? Was hilft mir dabei, loszugehen, diesen ersten Schritt zu machen? Das sind alles so Fragen, die einem begegnen oder Herausforderungen, die einem begegnen auf diesem Weg zu mehr Glück. Aber wir schaffen das jetzt auch nicht, das so in aller Komplexität auszuführen. Aber was ich damit sagen will, ist, es gibt tatsächlich eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man sein Glück positiv beeinflussen kann. Und alles fängt eben mit dieser Erkenntnis an. Ich muss wissen, wo ich heute stehe und dann im zweiten Schritt eben wissen, wo ich hin will. Und dann kann ich den Weg dorthin gestalten. Ja, ich finde das so faszinierend, wie mit welcher Klarheit du das auch so runterbrichst und runterbrechen kannst. Weil ich glaube, dass es für viele halt immer so super einfach etwas ist, was da ist und was auch jeder möchte. Und jeder Mensch möchte natürlich glücklich sein und auch gesund sein und auch körperlich fit sein. Doch dass es immer so schwer erscheint, dafür loszugehen oder anzufangen. Und durch diese Schwere wird dann auch oftmals zum Beispiel gar nicht losgegangen, weil da halt auch gar nicht so die Richtung, die Perspektive, wie ich das Ganze angehe oder mit welcher Frage ich zum Beispiel starte, ist vielleicht für die meisten nicht präsent, weshalb dieses Losgehen oftmals so schwer erscheint. Und ich finde, durch dieses Runterbrechen wird einfach so deutlich, dass es erstens jedem zur Verfügung steht, also dass es nicht so die Auserwählten gibt, die dafür bestimmt sind, glücklich zu sein, sondern dass Glück etwas ist, was jeder in seine eigene Hand nehmen kann und für sein eigenes Glück losgehen kann und eben auch alle Fähigkeiten in sich trägt, um sich selbst im Grunde glücklich zu machen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig auch nochmal zu betonen, damit auch diese Eigenverantwortung, die darin liegt, deutlich wird, dass wir uns im Grunde alle selber glücklich machen können. Und
Du hattest doch eben gesagt, oder hattest auch die Erwartungen angesprochen. Und was mir da auch nochmal so direkt eben in den Kopf gekommen ist, ist, dass wir uns ja häufig unseren eigenen Erwartungen nicht bewusst sind. Und dass da genau dafür eben auch diese Form von angeleiteten Fragen enorm wertvoll ist. Was halt nicht bedeutet, dass jemand anderes über dein Glück entscheidet oder jemand anderes anderen Menschen sagen kann, was es denn konkret ist, was mich jetzt glücklich macht, sondern dass es eben genau um diese Richtung der Selbsterkenntnis geht, damit der Mensch selber zu dem Entschluss oder auch zu der Entscheidung kommt, das ist jetzt das, was mich glücklich macht. Sei es die Reise, sei es das digitale Nomadenleben oder sei es eben auch Entscheidungen zu treffen, die dann mit Trennung oder Ähnlichem zu tun haben. Doch dass diese Selbsterkenntnis auch zu der Entscheidung führen kann, mit der ich mich dann wiederum in diese Handlungen bringe, die dafür notwendig sind, um mich auf meinen, nennen wir es jetzt mal, Weg des Glücks zu bringen. Und das, finde ich, wurde einfach so schön deutlich, weil ich auch glaube, dass ganz, ganz viele auch manchmal abgeschreckt sind von Coaching oder ähnlichen Dingen, weil es kommt halt darauf an, wie wir es verstehen und auch wie wir es vermitteln natürlich. Mhm. Und durch diese Beschreibung jetzt eben gerade ist es einfach so deutlich geworden, dass es eben nicht darum geht, anderen etwas überzustülpen und zu sagen, hey, ich habe das Rezept, ich habe die Lösung, so und so wird es gemacht, sondern dass es mehr um diese Anleitung in Form von die Richtung geht, um nach innen zu schauen und sich eben selbst mit diesen Fragen zu beschäftigen, die wiederum zu den Selbsterkenntnissen führen. Und du hast ja auch schon den Glückstest angesprochen und den möchte ich auch nochmal von Herzen jedem empfehlen, denn ich habe ihn auch selber schon gemacht und fand es auch selber total spannend. Zum einen fand ich spannend, welche Lebensbereiche ihr aufgreift, also um welche Bereiche es geht. Dann ist es ja auch da schon die erste Anregung zu, wo stehe ich da eigentlich im Moment, wenn ich jetzt mal so in diesem Moment ganz ehrlich hinschaue. Also ich finde, schon im Glückstest sind schon die ersten und auch viele Erkenntnisse da, allein weil ich mir halt eine Minute Zeit nehme, was ich sonst vielleicht auch nicht im Alltag mache, weil wir ja auch häufig mit Dingen beschäftigt sind, die uns auch ein bisschen davon ablenken, nicht hinzuschauen. Ja, unbedingt. Deswegen kann ich das jedem empfehlen, dass es ein echt cooles, es hat auch Spaß gemacht, ein Werkzeug ist, um schon die ersten Erkenntnisse zu sammeln. Und was ich dann damit mache, das entscheide ich dann ja auch selbst. Und ich kann ja auch selber, und dafür fand ich es auch sehr wertvoll, entscheiden, mit welchem Bereich möchte ich denn anfangen. Denn es heißt ja nicht, hey, du musst dein Leben jetzt in jedem Lebensbereich von heute auf morgen komplett umkrempeln, sondern verschaff dir einen Überblick über deinen Status quo mit dem Test. Guck einfach, was sich vielleicht jetzt danach anfühlt, als wenn das möchte ich jetzt anpacken. Und dann ist ja die Möglichkeit da, mit diesem Lebensbereich anzufangen und da auch komplett im eigenen Tempo oder auch ohne Druck loszugehen in eine bestimmte Richtung. Und das ist ja auch so ein bisschen das, wie wir zusammengekommen sind über dieses konkrete Kuchenstück, was dann ja auch alle sehen, wenn sie den Test machen. Das Kuchenstück, nennen wir es ja immer gerne, Gesundheit und Körper. Und das ist natürlich etwas, was auch ganz viele im Podcast anspricht, weil beim Thema Essstörung oder auf dem Weg durch eine Essstörung ist immer der Wunsch da, ein glückliches und gesundes und freies Leben zu führen. Das ist immer ein ganz, ganz tiefer Wunsch bei allen. Und diese Beziehung zum Körper ist natürlich oftmals das auf jeden Fall oberflächliche Hindernis, was einen oftmals davon abhält, weil dieser Kampf im Grunde gegen den eigenen Körper und auch gegen die eigene Persönlichkeit geführt werden. Und ich würde gern nochmal so wissen und auch mitgeben wollen, warum hast du dich für diesen Bereich entschieden? Also warum fandst du wichtig, dass es diesen Bereich Gesundheit und Körper in dieser Kombination und in dieser Zusammenfassung, warum es den auf jeden Fall geben muss, wenn es darum geht, ein glückliches Leben zu führen? Also grundsätzlich ist es so, dass
das haben wir vorhin schon angeschnitten, auch unser Leben sich in verschiedenen Bereichen abspielt. Und das war auch unser Gedanke, als wir dieses Testverfahren, diesen Glückstest konzipiert haben. Wir wollten eben die aus unserer Sicht wichtigsten Lebensbereiche abdecken. Und dazu gehört Körper und Gesundheit meines Erachtens unweigerlich dazu, weil das ja gerade, wie wir mit unserem Körper umgehen, vor allen Dingen auch über das Thema Ernährung, ja ein physiologisches Bedürfnis ist. Ja, also Ernährung grundsätzlich, aber auch, dass wir gesund sind, das sind Dinge, die ganz, ganz unten in der Bedürfnispyramide sind und deswegen einfach auch für jeden Menschen eine große Rolle spielen. Und deswegen darf dieser Lebensbereich nicht fehlen in einem solchen Test, beziehungsweise wenn Menschen grundsätzlich sich mit sich selbst, mit ihrem Leben, aber auch mit der Frage, was macht mich glücklich, beschäftigen. Denn das, was wir reinlassen in unseren Körper, sozusagen, ob das jetzt über die Ernährung geht oder Gedanken, die wir auch reinlassen, Menschen, mit denen wir uns umgeben, mit denen wir Zeit verbringen, das hat alles Auswirkungen auf unser System und unser Körper reagiert darauf. Ja, entweder über Symptome, die wir sofort spüren, körperlich, aber teilweise auch mental schleichende Prozesse. Ja, wenn wir uns häufig eben mit negativen Gedanken auseinandersetzen, dann hat das langfristig negative Auswirkungen auf unser Leben, ja, auf unsere Emotionen und letztlich auch, wie wir uns verhalten. Und deswegen wollen wir darauf aufmerksam machen, dass dieser Lebensbereich unheimlich wichtig ist. Und zwar sowohl wirklich auf körperlicher Ebene, aber auch mental. Und ja, das decken wir eben ab mit diesem Lebensbereich. Ja, ich habe mich auf jeden Fall auch riesig gefreut. Dass passt dieser, ja sehr gut zu deinem genau, dass dieser Bereich dabei ist. Und um nochmal so einen kleinen Exkurs zu machen, auch wenn ich es im Intro ja schon so ein bisschen angerissen habe, warum und weshalb wir jetzt heute hier sind und warum es auch so wichtig ist, darüber zu sprechen. Und ich das so mit dir auch von Herzen gerne mit nach draußen geben möchte, ist halt auch dieser Punkt Körper und Gesundheit, weil ich glaube, dass auch da die Möglichkeit besteht, den Fokus quasi zu lenken und die Aufmerksamkeit aus den Themen, mit denen wir uns häufig in diesem Bereich beschäftigen, die aber gar nicht so gar nicht so effektiv sind. Denn wenn wir uns die ganze Zeit nur damit beschäftigen, auf unseren Kalorientracker zu gucken oder wie viele Schritte habe ich heute schon gemacht, das sind natürlich alles Dinge, die auch so ein bisschen zur heutigen Zeit dazugehören und durch die Digitalisierung zu vielen Leben dazugehören. Doch ich glaube, entscheidend ist halt immer, wie wir mit den Dingen umgehen. Und ich beobachte bei vielen Menschen, dass der Umgang damit gar nicht so gesund ist, auch wenn es ein guter Hintergedanke in Richtung Gesundheit ist. Und deswegen habe ich mich halt riesig gefreut, dass es diesen Bereich gibt und dass wir jetzt auch gemeinsam eben nach draußen geben, worum es halt auch im Kern geht. Und dass wir auch in dem Workshop zum Beispiel auch tiefer einsteigen in diesen Bereich Körper und Gesundheit. Und dass es auch da dann quasi nicht darum geht, hey, was ist der beste Kalorientracker? Oder wie kannst du dich am besten kontrollieren? Sondern dass es eben auch um diese körperliche, mentale und auch emotionale Ebene geht, um auch da die Perspektive mal komplett nach innen zu richten und auch da dann noch tiefer reinzugehen mit den ersten Erkenntnissen, die ja durch den Test oftmals schon vorhanden sind, die dann auch direkt aufgegriffen werden können, um dann im Workshop mit diesen Erkenntnissen in diesem Bereich direkt anzufangen zu arbeiten und auch schon die Handlungen, sage ich mal, einzuleiten in eine Richtung, die eben mehr dem entspricht, was wir uns in die Realität holen wollen, wo es dann ja auch wieder um die Erwartungen geht, die wir zum einen erkannt haben, die dann eventuell so konstruiert sind, dass sie gar nicht dazu führen können, dass sich die Realität so entwickelt, wie wir es gerne haben oder hätten. Wie sollte jetzt ich gucke alle 5 Minuten auf meinen Schrittzähler, wie genau führt das zu der Realität von ein gesundes Leben oder ein glückliches Leben?
Also das sind zwar Mechanismen, die oftmals mit einem guten Hintergedanken verbunden sind, doch die dann meistens nicht oder noch nicht zu dem Ergebnis führen in der Realität, was wir uns wünschen. Und ja, da freue ich mich riesig auf den Workshop, muss ich sagen, weil es eben auch die Möglichkeit gibt, da tiefer einzusteigen, da auch individuell noch mehr zu schauen bei einzelnen Personen, wie genau ist es da konstruiert, wie genau sieht da die innere, mentale und auch körperliche Verknüpfung aus, was braucht es da, um das Ganze aufzulösen und eben auch die Perspektive wirklich zu wechseln, um dann neue Handlungen dafür abzuleiten. Und ich glaube, dass der Workshop halt der perfekte Rahmen dafür ist, um sich dafür Zeit zu nehmen, um sich wirklich auf das Thema einzulassen, sich mit der Thematik intensiv auseinanderzusetzen und das trotzdem mit einer Leichtigkeit, mit Spaß an dem Thema, mit Mut, mit Offenheit, mit Neugier. Denn so unangenehm manche Themen ja auch oftmals erscheinen, sie gehören halt für jeden Menschen dazu. Und das macht ja auch das Rad, also das Lebensrad mit diesen unterschiedlichen Bereichen, einfach deutlich, dass es für jeden Menschen um oftmals die ähnlichen Bereiche geht. Es ist halt nur die Frage, was ist jetzt in diesem Moment für dich gerade wichtig oder eben der nächste Schritt. Deswegen freue ich mich da sehr drauf und bin auch sehr, sehr dankbar für die Möglichkeit, die du mit Happily dadurch geschaffen hast. Und vielleicht magst du noch so verraten, vielleicht ist es kein Geheimnis, vielleicht schon, doch vielleicht magst du auch noch mal so einen Ausblick teilen, denn wenn jetzt nachdem wir jetzt hier gesprochen haben, viele von den Hörerinnen und Hörern zum Beispiel auf Happily auf die Seite gehen oder auch den Glückstest machen, was würdest du sagen, sind dann vielleicht auch so nächste Schritte, die ich machen kann? Und was sind, zwei Fragen, also was sind die nächsten Schritte, die ich machen kann? Und was ist auch das, was mich eventuell in Zukunft noch erwartet? Ja, das ist eine sehr spannende Frage, mit der wir uns aktuell beschäftigen, die sich aber auch so ein bisschen aus den Gesprächen, die wir mit Menschen, die den Glückstest gemacht haben, schon führen, ergeben. Und zwar ist es so, dass, wir haben ja jetzt darüber gesprochen, dass es im ersten Schritt um Selbsterkenntnis geht und dieser Glückstest, der kann sehr stark dabei helfen, so die ersten Dinge, die vielleicht noch nicht da sind, an die Oberfläche zu holen und besser zu verstehen, wo ich gerade stehe in meinem Leben, diesen Status quo zu erfassen. Und dann ist ja so die Frage, wie geht's jetzt weiter? Und du hast ja auch gerade schon gesagt, dass wir nicht alles auf einmal lösen können, alle Herausforderungen, die wir haben in unserem Leben, sondern, und das spürt, glaube ich, jeder, wo drückt der Schuh am stärksten, ist so die Frage, die man sich dann stellen darf. Und dann ergibt sich ja automatisch so eine Prio-Liste. Ne? Also dann ist es vielleicht jetzt der Bereich Körper und Gesundheit, den ich als erstes angehen möchte. Vielleicht habe ich aber auch nur in diesem Lebensbereich ein Thema. Vielleicht sind andere läuft es in anderen Lebensbereichen deutlich besser. Und dann ist eben die Frage, was passiert als nächstes? Ja, und damit befassen wir uns sehr, sehr stark, weil wir die Menschen natürlich auch, nachdem sie dann diese Erkenntnis gewonnen haben, weiter begleiten möchten. Und wir können anhand der Ergebnisse, die wir jetzt sehen, und viele tausende Menschen, worüber ich mich sehr freue, haben diesen Test schon gemacht, können wir sehr, sehr genau sehen, wo der Schuh drückt, ja, und wollen jetzt eben entsprechende Angebote und Lösungen auch entwickeln, die genau darauf abzielen. Und ein ganz, ganz großes Thema ist eben das Thema Körper und Gesundheit und insbesondere auch Ernährung. Und deswegen ergibt das sehr viel Sinn, wenn wir jetzt eben mit diesem Workshop starten. Wir wollen weitere Workshops in ähnlichem Format gestalten, in denen wir mit Experten wie dir zum Beispiel einerseits
Impulse geben, auch den Raum schaffen, um ein Thema tiefgründig zu behandeln, aber auch in den Austausch zu gehen. Das heißt, die Teilnehmer dieser Workshops, die jetzt zu Beginn online stattfinden werden, haben auch die Möglichkeit, in die Interaktion zu gehen mit dem Experten und können dir dann zum Beispiel auch Fragen stellen, die du beantwortest. Also es ist eine schöne Umgebung, in der ein toller Austausch stattfinden kann und die Menschen eben dann mit wertvollen Erkenntnissen, mit wertvollen Impulsen zu dem Thema, das sie so brennend interessiert, dann auch rausgehen können aus diesem Seminar, aus diesem Workshop. Und genau, und es gibt darüber hinaus, wir machen uns viele Gedanken auch über Literatur, die passt zu den entsprechenden Themen. Da gibt es auch eine Liste bei uns auf der Webseite zu den verschiedenen Lebensbereichen, so die besten Bücher, die wir recherchiert haben. Viele davon habe ich auch selbst gelesen. So, das ist mir auch eine Herzensangelegenheit, dass wir da gute Bücher empfehlen. Man kann natürlich auch, wenn man sagt, mein Thema ist so individuell oder ich wünsche mir persönliche Begleitung, auch Einzelcoachings bei uns buchen. Das machen wir auch. Wir machen auch Gruppencoachings in kleineren Gruppen, so 3 bis 4 Personen plus Coach. So eine ganz große Vision von mir, die aber jetzt auch schon Realität wird, worüber ich mich sehr, sehr freue, ist, dass wir unsere eigenen Happily Coaches ausbilden in unserer Happily Akademie, die wir gegründet haben und da entsprechend eben ja Coaches hervorbringen wollen, die dann mit uns gemeinsam die Welt verändern zum Positiven. Und eben auch dieses Thema Workshops hat eine ganz, ganz große Funktion, so dass wir uns auch vorstellen können, dann in Zukunft, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, dann auch Experten wirklich auszubilden, also über diese Coaching-Ausbildung hinaus dann Experten auszubilden für ganz konkrete Herausforderungen in den einzelnen Lebensbereichen. Ja, und, ja. Und wir beide stellen uns das ja, du hast es vorhin schon gesagt, das immer so ein bisschen wie so ein Kuchen vor, ja. Und jeder Lebensbereich repräsentiert sozusagen ein Kuchenstück. Und wenn man dann da einmal so reinpiekst mit der Gabel, dann öffnet sich so eine ganze Welt, ja, wo im Grunde alles, was wir, unser ganzes Schaffen und alle Angebote sich dann widerspiegeln. Und freue ich mich riesig drauf. Ja, ich mich auch. Ich sehe auch tatsächlich immer diesen Kuchen vor mir und denke mir dann auch, wenn einmal angefangen und es hat geschmeckt, dann geht der Weg halt weiter, weil es meistens um diesen einen mutigen Schritt geht, loszugehen. Ja. Und dann fühlt sowieso der eine Schritt zum nächsten. Und weil man nicht den ganzen Kuchen auf einmal isst, ne, lässt man sich Zeit. Auch das Aufessen eines Kuchens ist ein Prozess. Und dafür darf man sich auch Zeit lassen und eben sich vielleicht das Kuchenstück rauspicken, das einem am besten schmeckt, ja, oder dass das einen gerade am stärksten beschäftigt oder anlächelt, im übertragenen Sinne. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir da jetzt auch sehr, sehr bald ja schon starten mit diesem ersten Workshop. Und du kannst natürlich dann noch viel besser erzählen, worum es dabei geht. Genau. Also genau, es geht ja, und das findet ihr auch alles auf der Seite, die auch unten in den Shownotes noch mit verlinkt ist. Da gibt es nochmal eine komplette Übersicht mit auch den ersten 3 Terminen, die wir online gestellt haben. Weitere Folgen dann, also auch wenn ihr seht, okay, die Termine, die jetzt da sind, die passen vielleicht noch nicht ganz so hundertprozentig in euren Kalender oder Terminplan für den kommenden Monat, dann macht euch da gar keine Sorgen. Ihr könnt uns auch jederzeit anschreiben. Ihr könnt euch über Instagram bei Happily oder auch bei mir melden. Und dann stellen wir demnächst weitere Termine online. Und in dem Kurs geht es nämlich ganz konkret um das Thema Mindful Eating. Und viele von euch haben das sicherlich hier oder da auch von mir aus meinem Mund schon mal gehört, den Begriff. Ich bin da jedoch bisher noch gar nicht so konkret drauf eingegangen. Und in dem Workshop werden wir uns nämlich ganz intensiv mit erstmal der Wissenschaft von den 9 verschiedenen Arten von Hunger beschäftigen. Das heißt, es geht darum, den Blick komplett auf den Körper zu richten, auf eine körperliche Ebene zu kommen, da die unterschiedliche Form von Hunger sozusagen einmal für sich selber zu erforschen
um auch ein stärkeres Körperempfinden von Hunger zu entwickeln. Und diese Auseinandersetzung wird nämlich dann durch diese Richtung, durch den Perspektivwechsel, durch den Fokus auf mich, auf meinen Körper, wer oder was hat eigentlich Hunger, was braucht mein Körper gerade, führt im Grunde dazu, dass du diese Möglichkeit hast und auch diese Pause erlebst, selber eine bewusste Entscheidung treffen zu können, was möchte ich meinem Körper zuführen und was braucht mein Körper gerade. Und das hattest du vorhin auch schon so schön beschrieben, dass es halt, es ist ein, wir geben unserem Körper, also wir geben etwas in unseren Körper ein und das machen wir in Form von Nahrung und die Nahrung ist die Energie und die Energie befähigt unseren Körper zu bestimmten Dingen und dementsprechend leben wir und gehen wir auch mit diesem Körper durch unser Leben. Und es ist eine bewusste Entscheidung. Genau, das ist eine bewusste Entscheidung und damit werden wir uns ganz intensiv beschäftigen, auf der körperlichen Ebene, auf der mentalen Ebene, ein bisschen Wissenschaft noch mit rein. Und dann wird es auch eine wundervolle Gruppenübung geben, sodass auch ihr natürlich die anderen kennenlernt, die in dem Kurs mit dabei sind, in dem Workshop. Und ihr werdet euch auch in Gruppen untereinander austauschen, wo ich dann auch immer mal reinkomme, wenn zwischendurch noch Fragen sind in den Gruppenübungen, wozu ich jetzt noch gar nicht so viel verraten werde. Denn es ist ja immer, und das ist ja auch mein Wunsch für alle, dass ihr das selber erfahrt. Denn nur durch die eigene Erfahrung kommt ihr zur Selbsterkenntnis. Deswegen kann ich euch jetzt, so viel ich will, davon irgendwie erzählen. Am Ende ist es die Erfahrung, die ihr mit der Übung macht. Und das wünsche ich mir eben auch, dass ihr diese Erfahrung macht, dass die dann direkt mit der Gruppe auch geteilt werden kann. Die anderen Gruppenmitglieder und Teilnehmer sind auch eine Form von Spiegel, wodurch ihr auch automatisch noch über eure eigenen Erkenntnisse hinaus weitere Erkenntnisse sammeln werdet, weil dadurch, was die anderen sagen und teilen, werdet ihr automatisch auch nochmal zum Nachdenken angeregt. Und am Ende gibt es dann noch eine schöne Meditation zur Vertiefung all dieser gesammelten Erkenntnisse und auch neu gewonnenen Perspektiven, nenne ich es mal, die wir dann in der Meditation vertiefen und auch auf eine emotionale Ebene bringen, damit es auch vom gesamten System, also von dir als Mensch und in deinem gesamten Sein, auch so gefühlt in jede Zelle übergehen kann, was du da aus dem Workshop mitgenommen hast für dich. Und am Ende ist noch Raum für Fragen offen, sodass wir da einfach nochmal in einen Austausch gehen können, du nochmal alle Fragen stellen kannst, die dann am Ende noch offen sind und noch nicht beantwortet wurden oder auch natürlich ganz individuelle Themen ansprechen kannst, wenn du das in der Gruppe dann teilen möchtest und auch das, was dich aus dem Workshop bewegt hat und was du daraus mitgenommen hast, sodass wir gemeinsam diesen Workshop im Grunde schließen und abschließen und dann jeder ein Stückchen Glück aus dem Workshop mitnimmt. Das hast ja. du so schön gesagt und können wir bitte sofort starten damit? Ja, das machen wir. Oh, ja, nee, mega toll. Ich freue mich da auch deswegen so sehr drauf, weil ich für mich selbst auch unheimlich viel daraus lernen kann, so wie du das jetzt gerade beschreibst. Und ich habe ja auch schon vorher das Konzept gesehen, was wir gemeinsam erarbeitet haben. Und da ist einfach so viel Wissen drin und so viele Impulse drin. Das ist so toll. Und ich glaube, so der Kurs dauert oder der Workshop dauert ungefähr 2,5 Stunden. Und genau. Da können wir so viel reinpacken. Und ich glaube, da ist für jeden unheimlich viel Spannendes dabei. Absolut, genau. Und der kürzeste Weg ist jetzt einfach auf unsere Landingpage zu gehen, also unten in den Shownotes drauf zu klicken. Da findet ihr die Termine, da könnt ihr euch auch direkt ein Ticket sichern für den Workshop. Und dann freue ich mich und auch Dennis natürlich, wir freuen uns beide, euch dann dort im Workshop zu sehen und freuen uns auf all die Menschen und auf all die Erfahrungen und Erkenntnisse, die dann in diesem Raum entstehen. Unbedingt, ja, gerade so dieser Dialog ist ja auch das Schöne, was dann entsteht und dann so ein Workshop auch lebendig oder noch lebendiger werden lässt, sind natürlich die tollen Fragen, die dann immer kommen und der Austausch, der sich dann anschließt. Ja, absolut. Und auch die Anregungen, ja, denn auch wir entwickeln ja solche Formate dann auch immer weiter, immer mit dem Ziel sozusagen, auch die Themen, die Menschen beschäftigen, auch zu, ja, so präzise wie möglich zu treffen.
Ja, und da fällt mir auch noch ein, also wenn jetzt gerade sogar noch oder wenn jetzt Fragen auftauchen oder auch nachdem ihr die Beschreibung zum Beispiel nochmal gelesen habt vom Workshop oder auch Fragen zu Dennis als Person, also wenn irgendwelche Fragen jetzt nach dieser Folge oder auch jetzt gerade in eurem Kopf sind, dann könnt ihr uns die direkt bei Instagram, in der Story gibt es nämlich einen Fragensticker, da könnt ihr die Frage direkt hinterlassen und dann werden Dennis und ich die morgen Abend, also heute ist ja Donnerstag, wenn ihr die Folge hört, dann ist morgen Freitag und morgen Freitagabend sind wir dann gemeinsam bei Instagram live und werden genau auf diese Fragen eingehen. Also nutzt auf jeden Fall die Möglichkeit, eure ganz eigene individuelle Frage stellen zu können und dann werden wir sie auch morgen direkt aufgreifen und beantworten können. Und hoffen, dass wir euch dann damit nochmal so die letzten Fragezeichen nehmen können, die eventuell jetzt im Kopf sind. Und ich danke dir, Dennis, auch nochmal für die Möglichkeit. Ich finde es ganz, ganz großartig. Also die Mission, den Weg, die Vision, die du mit Happy, du hast es selber schon gesagt, es existiert schon sehr viel von der Vision. Es geht alles schon in die Richtung, die du dir dafür vorgestellt hast und auch wünscht. Und ich habe da auch überhaupt keine Bedenken oder ähnliches, weil halt einfach auch schon so viel da ist. Und dafür möchte ich dir einfach danken, dass du für die Menschheit dafür losgegangen bist und halt deine Kräfte und auch deine Energie dafür einsetzt, Happily zu erschaffen und weiterzuentwickeln und somit anderen Menschen eben wirklich dieses Erleben von Glück zur Verfügung zu stellen. Und das finde ich eine sehr, sehr großartige Sache. Und würde dich jetzt so zum Abschluss nochmal bitten oder auch den Raum, sage ich mal, dafür öffnen, wenn es von deiner Seite noch irgendetwas gibt, wo du sagst, das ist mir persönlich einfach unfassbar wichtig, das dürfen nochmal alle Ohren jetzt in diesem Moment hören, mitnehmen, verinnerlichen oder vielleicht auch zur Wiederholung einfach nochmal hören, weil es das ist, was du einfach nicht oft genug sagen kannst und möchtest, dann Feuer frei. Ja, vielen, vielen Dank erstmal für dieses wahnsinnig wertschätzende Feedback gerade. Ich kann das nur zurückgeben und ich glaube auch nicht an Zufälle. Und es ist kein Zufall, dass wir uns auch getroffen haben und dass wir jetzt auch dass wir diesen Podcast machen, dass wir auch auf der Ebene diese Schnittmenge gefunden haben und jetzt auch gemeinsam losgehen und gemeinsame Dinge erschaffen werden, worauf ich mich sehr, sehr freue, dass wir auch dich dafür begeistern konnten und da werden ganz, ganz großartige Dinge entstehen, davon bin ich überzeugt. Und was mir zum Abschluss noch wichtig ist und im Grunde ist es eine Wiederholung, so dieser Satz, wir sind unseres eigenen Glückes Schmied, der kommt nicht von ungefähr, sondern es ist möglich, es ist für jeden möglich, es wirkt vielleicht groß zu Beginn, aber es lässt sich runterbrechen in kleine Teilschritte. Stell dir die Frage, was ist der erste kleine Schritt, den ich tun kann? Vielleicht ist es die Selbsterkenntnis, die du durch einen Glückstest erfährst oder auf eine andere Art und Weise, indem du dir Fragen stellst, den Raum öffnest für einen Perspektivwechsel und dann geh los und erschaffe dir dein eigenes Glück. Ja. So schöne Abschlussworte. Ich danke dir wirklich von Herzen auch für deinen wertvollen Input. Ich glaube, das hat auch nochmal so die Augen geöffnet für, was ist Coaching eigentlich? Also ich fand, das hat es einfach nochmal so richtig auf den Punkt gebracht, was so der Mehrwert von Coaching als Tool, als Werkzeug, als Methode ist und eben auch für jeden Menschen sein kann. Und das Losgehen ist einfach wirklich entscheidend. Und ich danke dir und ich freue mich auf den gemeinsamen Workshop und freue mich auf alle, die dabei sind und natürlich auch auf alle Fragen, die dann vorher und auch im Workshop von euch und auch von allen anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen
dann noch reinkommen und wir da in einen ganz persönlichen, direkten Austausch kommen. Darauf bin ich sehr gespannt und danke dir und wer weiß, wahrscheinlich hören wir uns dann eh nochmal demnächst im Podcast. Bestimmt. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat riesengroßen Spaß gemacht. Danke. Viel mehr gibt es heute von meiner Seite gar nicht zu sagen, außer dass du natürlich, wie gesagt, alle Infos zum Online-Workshop, zu Happily und auch zu Soulful Journey, falls du heute beim ersten Mal dabei gewesen sein solltest, in den Shownotes findest. Ich freue mich auf dich im Online-Workshop. Ich freue mich riesig, mit dir gemeinsam zu arbeiten und auch auf die Gruppen, die dort in den Online-Workshops zusammenkommen und sich austauschen und gemeinsam wachsen können. Das ist mir eine unfassbare Ehre und Freude. Und wenn du Fragen hast, dann melde dich. Melde dich über Instagram per Direktnachricht, melde dich gerne per E-Mail oder melde dich auch natürlich bei Happily. Wir werden nämlich morgen nochmal gemeinsam bei Instagram live gehen und alle Fragen oder auch Themen oder Dinge, die wir jetzt im Podcast hier vergessen haben oder auch vielleicht auf der Landingpage als Info noch nicht draufgeschrieben haben, werden wir dort morgen im Livestream gemeinsam teilen. Von daher bist du auch dazu natürlich herzlich eingeladen. Und schon mal vorweg zur Info. Alle, die an dem Online-Workshop teilgenommen haben, bekommen im Nachgang eine E-Mail von uns. Und in dieser E-Mail befindet sich auch nochmal eine schriftliche Zusammenfassung mit den wichtigsten Impulsen und auch mit den wichtigsten Remindern aus unserem Online-Workshop, damit du das Ganze auch nochmal für dich wiederholen kannst, nochmal die wichtigsten Punkte für dich durchgehen kannst und die somit auch als Anker dienen, um dich im Laufe deines Alltags und weiteren Lebens immer wieder mit der Thematik beschäftigen und auseinandersetzen zu können. Denn es geht wie immer um die Erfahrungen und diese Erfahrungen, die du im Online-Workshop, die wir dort gemeinsam machen, die nimmst du mit in deinen Alltag, in dein Leben, um sie dort regelmäßig, kontinuierlich und immer wieder zu erleben und zu erfahren, damit sich dieses neue Bewusstsein, dieses neue Verständnis immer mehr in deiner Innenwelt setzen kann. Ach ja, ich freue mich auf dich. Ein Hoch auf uns. Deine Kira.